Ekapada Svanasana ist der Hund auf einem Bein. Ausgangsposition ist Svanasana, der Hund, und dabei hebst du ein Bein nach hinten hoch. Indem du das Bein nach hinten hochhebst, kannst du die andere Ferse umso besser in den Boden hineindrücken. Gerade Menschen mit mittlerer Flexibilität, die im Hund die Ferse nicht ganz auf den Boden bekommen, profitieren von Ekapada Svanasana, weil man hier wirklich die Waden- und Fußgelenksflexibilität gut entwickeln kann.